Hallo ihr beiden, wir sind's wieder, euer Paul Janke. Und ich bin Axel Stein. Beim Drive-by-Weitwurf haben wir nicht so gut ausgesehen, deshalb haben wir uns jetzt ein noch krasseres Spiel überlegt. Wir haben unsere genialen Köpfe zusammengesteckt und ein Spiel gefunden, was eure Puddingbeine zum Schlottern bringen wird. Und damit es noch mehr Spaß macht, haben wir noch fähigere Gegner besorgt. Wer und was das genau ist, sagt euch jetzt das Senders schönstes Mädchen. Bitte schön, Steve Gätchen. Kopfweitwurf. Was soll man da noch sagen? Danke, Dank. Smudo und Michi Beck, für diese interessanten Worte. Ja, Sie haben es eben gerade schon angesprochen. Es wird hart für euch, denn eure Gegnerinnen sind nicht nur im Oberstübchen topfit. Bitte begrüßt mit mir die Moderatorinnen und Spiele-Veteraninnen Vivi Gebhardt und Janine Ullmann. Welcome. Hello. Hallo. Also das Schöne ist ja an euch beiden, Vivi und Janine, ohne Rücksicht auf Verluste kämpft ihr gegen Joko und Klaas. Ich erinnere mich da an Beulen, kaputtes Sprunggelenk. Also Vivi, seid ihr eigentlich zu schlagen? Also ihr gebt alles. Wir geben alles, Vollgas. Ja. Wir sind nicht zu schlagen. Wir gehen mit vollem Körpereinsatz da rein. Und das Schöne ist, Janine hat extra zugesagt, weil sie beim Spiel Kopfweitwurf dachte, sie darf eure Köpfe möglichst weit werfen. Das ist natürlich jetzt aber nicht der Fall. Fokus habe ich das schon oft gemacht. Aber ich kann mich, apropos Kopf, ich kann mich noch schon daran erinnern, wie du beim Tiefspringen oder was, wie du sowieso sehr, also sahst du ganz schön witzig aus, mit dieser Mütze auf. Na, ganz kurz mal, du sahst witzig aus, wie du da reingeslidet bist. Ja, naja, das musste das man ja machen. Das war genau dein Spiel, ne? Ja, das war wirklich dein. Ja, klar, ja. Nie wieder war ich so gut in diesem Spiel. Ja, na, vielleicht legt ihr jetzt ja auch ganz großartig vor. Ich erzähle euch, was die Regeln sind. Im Gegensatz zum herkömmlichen Weitwurf mit dem Arm geht es beim Kopfweitwurf darum, bestimmte Gegenstände mit dem Kopf höchstwahrscheinlich. Sehr gut. Weit zu werfen oder auch zu schleudern. Ihr bekommt gleich pro Runde immer unterschiedliche Gegenstände, die ihr dann auf, an oder in eurem Kopf platzieren könnt. Eure Hände dürft ihr nur benutzen, um diesen Gegenstand an euch zu nehmen und auf den Kopf zu setzen oder ranzuhängen. Kopf ist doch im weitesten Sinne auch Mund. Genau. Ihr dürft Schwung holen, guck mal ganz kurz. Ja. Und das ist die Abwurflinie, die darf nicht übertreten werden. Das heißt, das ist noch okay, das ist logischerweise direkt drüber. Pro Runde hat jedes Team zwei Versuche, wie ihr euch die einteilt, ob eine Person beide macht oder ihr das abwechselnd tut. Das ist völlig egal. Also, wenn ihr übertretet, gilt dieser Versuch als ungültig, wenn ihr etwas anderes einsetzt als euren Kopf. Ebenfalls. Aber es Joko ist so 8 Meter groß. Ist das nicht ein bisschen gemein? Ja, wenn du was schmeißt, hast du eine ganz andere Flugbahn als du. Es ist das allererste Mal, glaube ich, dass mein langer Hals ein Vorteil sein wird. Weil es natürlich einen katapultartigen Start geben kann. Also wenn du den Kopf... ich komme von hier mit dem Kopf in den Eimer und schleudere den eigentlich gar nicht. Ihr werft dann bitte die Gegenstände und die Seite des Gegenstands, die am nächsten zu uns ist, wird gemessen als die Weite, die am Ende zählt. Ja, und wir wollen das direkt jetzt auf den Prüfstand stellen. Ihr fangt nämlich an, Joko und Klaas. Und zwar arbeiten wir von uns von innen nach außen. Das heißt, die beiden Eimer sind sozusagen der Gegenstand, den ihr jetzt einsetzen sollt. Dürfen wir uns das auch schon mal ein bisschen überlegen? Wir können euch das von mir aus angucken, aber vielleicht ist es ja auch spannend, euch die Gegner einmal anzuschauen. Ja, wir gucken, und deren... Mal gucken, was die machen. Genau. Ach, guck. Klaas, du fängst an, denk mit an die Linie, ich gucke mir das ganz genau an. Ihr macht ein bisschen. Es könnte sein, dass ich ein bisschen schleuder. Also wie viele Zähne hast du jetzt und wie viele hast du gleich? Wenn also Klaas, ganz wichtig für euch alle vier nochmal: Der Eimer darf natürlich nicht den Körper berühren. Ne? Also, du darfst ihn nicht so ansetzen und im Mund halten, sondern der muss, wenn dann, komplett vom Mund gehalten werden. Ja. Ja, so ist toll. Ich glaube, das ist nicht schlecht. Nicht, dass die Dritten mit rausfliegen. Ja. Nee, jetzt hängt er am Körper dran. Ja, konzentrieren. Okay, Konzentration. Ja, konzentrieren. Oh, wow. Also guck mal, das ist die Abwurflinie, ne? Du hast dich jetzt erschöpft. Das ist die Abwurflinie. Ja, hast du fast einen Meter verschenkt. Guck mal, er rollt noch ein bisschen. Trotzdem sehr weit geflogen, aber super weit. Ja, okay, ist egal. Gut, dann beim nächsten Mal von da. Das ist die Abwurflinie, ne? Ja, ist in Ordnung. Ja, gut. Aber gut. Joko ist dran. Nee, das machst du doch zu Hause auch immer. Nee, geh mal an die richtige Linie. Ja, ja, aber ich habe gerade überlegt, ob ich tatsächlich einfach mal... Lass das mal. Meine Damen und Herren, so spielt Joko zu Hause verstecken. Einmal auf den Kopf und... Darf ich bis hier vor? Da ist das da... Das ist noch okay. Ja, du darfst ja nicht übertreten halt, ist ja logisch. Ja, bitte. Oh! Übergetreten, mein Lieber. Ah, fuck! Okay.
Das heißt, dieser Versuch ist uns so kürzer. Ich weiß es auch noch nicht. Und ungültig, das heißt, dieser Versuch von Klaas. So ist gut. Janine, so super. So ist gut, ne? Gut, wer wirft von so euch zuerst? So sollte ich hauptsächlich Fernsehen machen. Janine, willst du anfangen? Ja. So, konzentriert euch jetzt. Ich weiß, es gibt ganz viele Eimer. Sollen wir zwei verschiedene Varianten machen und dann hoffen, dass einer ja, vielleicht weiter ist? Das ist ganz gut. Nicht reinspucken, werfen. Oh. Shit. Aber er steht, Leute. Ja. Das habe ich noch nie mit einer Wasserflasche gesehen. Nee, YouTube-Video wäre das cool, aber sah aber sehr gut aus. Ja, also momentan auf jeden Fall Klaas und Joko. Guck mal hier. Emily, Janine, pass auf, komm mal zurück. Das ist wie... Na, also toll. Ja, also, Haltungsnote 1. Also, aber darum geht's nicht. Das Ding auf der oder auf der Seite? Ich habe das, konntet ihr nicht sehen, ich habe es ausschließlich mit der Zunge geworfen. Einfach mit extremer Kraft. Oh ja, cool. Rollt er noch? Ja, ja komm, also am Ende. Ja. Das sehr ist gut. Ziemlich eindeutig. Diese Runde geht an. Habt ihr weit geworfen? Okay. Joko und Klaas. Scheiße. Erster dann? Punkt für euch. Wir kommen zu Runde Nummer 2. Das sind diese Siegermedaillen. Jetzt legen Janine und Vivi vor. Lass mal überlegen, wie wir das machen. Wartet kurz. Gut, also wer fängt von euch beiden zuerst an? Janine oder Vivi? Oder an dem Ding, und schleuderst. Aber oh, dann haust du es dir nachher in die Schnüss. In die Schnüss ist süß. Oh, das ist gut, das auch noch so. Wo bist du her? Wo bist du her? Bist du aus dem Rhein? Okay, also Janine fängt an. Sagt immer nicht volle in die Konzentration. Cool. Gleich noch sie sich. Gleich fällt die von oben auf. Ich komm schon, hör auf zu lachen. Ich muss mir die Brille anziehen. Ich muss mir die Brille anziehen, das ist zu witzig. Oh nein. Das ist echt gefährlich, lass wenn mal, das lass jetzt mal machen. Warte, warte. Wir lachen nur sehr, sehr stark innerlich. Also ihr wollt ja nicht als... Wow, oh. Der war super. Super. Wow. Yeah. Mega. Wir dürfen noch einen zweiten. Und denkt noch mal an die Linie, Vivi. Mhm. Ich geh hier weg. Ja. Nicht, dass sie dir in den Haaren... Und das war auch gesagt, knapp, glaube ich, normal. Aber es ist ja so und so egal, weil dieser Versuch ist kürzer als der von Janine. So, Joko und... Deiner war richtig gut. Ich glaube, der hat's gerissen. Wie so ein Affe im Stuhl. Aber dann guck doch mal, yeah, also, den zweiten Mensch. Versuch brauchen wir nicht mehr. Ihr wart besser in diesem Fall. Verdammt. Weitergeworfen, okay. Zweiter Punkt. Für Joko und Klaas. Ich habe so doll geworfen, ich hatte Angst, mein Kopf liegt hinterher. Ihr könntet jetzt den Sack zumachen mit diesem dritten Gegenstand. Klaas oder Joko, wer fängt von euch beiden an? Wie du willst. So nach vorne. Du willst, Klaas? Nö, ich mach das einfach okay, privat. Ja, klar. Na, ich weiß ja nicht, ob du anfangen willst oder Joko. Das war die Frage. Nicht, ob du überhaupt machen willst. Ich habe die ganze Zeit diese Technik im Kopf gehabt, weil wir eine leichte Führung haben, würde ich jetzt einfach mal ganz kurz Risiko gehen. Du kannst ja gleich nochmal nachlegen. Ich weiß, du machst es besser. Boah, voll arrogant, ja. Joko. Der muss schon auch Gleichgewicht haben, dass der nicht runterfällt. So, guck mal hier. El Giraf. Denk an deine Frisur. Pass auf, jetzt klappt er den Hals. Ist er wirklich? Ist er, liegt er? Sieht nach einer echten Verspannung aus. Er hat einfach überhaupt... Oh, okay. Sehr gut. Erster Versuch. Jetzt kommt der von Klaas. Oi, oi, oi. Oh, ey, Klaas, also Klaas ist... Oh, wow. Okay, okay. Also knapp unter 5 Meter. Ich nehme den hier mal weg. Klaas tut die Schnauze weh. Ja, das, aber du hast auch den ganzen... Das, shit, das ist gut. Verdammt, ich habe ein Stück Südosteuropa zwischen den Zähnen, glaube ich gerade. Wow. Oh. Das ist weiter. Ganz kurz, das ist drin, ne? Shit. Weiter. Shit. Diese Runde geht direkt an euch. Du musst gar nicht mehr lachen. Weiter. Sehr gut. Okay. Hey. Tippitopp. Läuft. Okay. Also 2:1 für Joko und Klaas. Das ist zu gut, sein. Wir kommen zu den Pylonen. Janine und Vivi, jetzt legt ihr wieder vor. Das ist das Einzige. Warte mal. Alles. Ich nehme alles in den, also ich muss das alles... Ja, das ist gar nicht schlecht. 2:1. Weil für die Zähne, ist schon krass für die Zähne. Obwohl. Oh Gott. Obwohl, für die Zähne ist gut. Ja? Mhm. Du hast aber selber gemerkt. Ja. Wer legt vor? Vivi? Ja. Legt vor. Gut. Ich probier's.
Super, war nicht so weit. Na, aber gut. Nee, gut, glaube. Euer zweiter Versuch, ne? Janine ist dran. Okay. Janine, du hast die Kraft. Warte mal. Ich weiß das. Ich habe die Kraft in den Zehen. Ich glaube, so fällt es runter. Wenn es runterfällt, haben wir halt. Guck, guck. Aber wie willst du den jetzt werfen? Bist du am Telefon? Ich muss kurz den Anruf entgegennehmen. Ich habe keine Zeit. Warte. Oder halt doch auf den Kopf setzen. Aber ich glaube, mit dem Genick kriegst du nicht die Power. Genau. Kriegst du hin. Du hast einen guten Schwung. Ja! Oh, sehr gut! Hey, das ist also weiter als 4 Meter. Dein Spiel. Joko und Klaas, Joko, wirfst du weiter als dieser letzte Versuch eben gerade von Janine und Vivi? Dann habt ihr dieses Spiel gewonnen und es ist gewonnen! Ah, Start! Atlas! Es tut mir leid, ihr beiden. Vielen Dank! Sehr gut! Aber keiner hat sich verletzt. Danke, dass ihr da wart. Danke, dass ihr da wart. Schön, dass ihr da wart. Aber wir brauchen einen Punkt. Wir können nicht hier so. Vielen herzlichen Dank an Janine Ullmann und Vivi Gebhardt. Tschüss. Für diesen Einsatz. Also, ich finde, das geht sehr gut los. This is my quest to find.